Hi, hier ist wieder der Petty und ich erzähle euch heute ein bisschen was über E-Gitarrenverstärker. Guten Tag und ein herzliches Willkommen an alle Gitarreros und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Petty und ich freue mich darauf, euch auf eurem Weg an der Gitarre begleiten zu dürfen. Das ist natürlich alles vollkommen kostenfrei und unverblümt. So, nun viel Spaß bei meinem Video und ich hoffe, ihr könnt ganz viel daraus mitnehmen. Bei Fragen immer her damit an meine E-Mail-Adresse petty@guitar-camp.de. Bis gleich. Okay, wir fangen an. Wie ist ein Verstärker überhaupt aufgebaut? Ne? Ihr kennt das, Top-Teil, Box, Combo, da kommen wir gleich noch zu. Ihr habt auf jeden Fall diese Verstärker, dieses Verstärkerteil, wo ihr die ganzen Knöpfe dran habt. Ne? Und da habt ihr eine Klangregelung und Volume, Master Volume, das zeige ich euch später alles noch. Aber ihr habt eine Vorstufe und eine Endstufe. Ja, ihr könnt euch das so vorstellen, in der Vorstufe macht ihr einfach den Klang. Ne? Ein bisschen mehr Höhen, ein bisschen mehr Mitten. Und die Endstufe macht das dann alles noch ein bisschen laut. Ne? Also das ist das grundsätzliche Prinzip dahinter. Höhenverstärker musste man früher, mittlerweile nicht mehr, aber früher musste man die Endstufe schon ziemlich laut aufdrehen, damit die irgendwann mal angefangen haben zu zerren. Ne? Wenn ihr euch mal andere Videos anguckt hier bei YouTube, dann hört ihr dann irgendwas von Endstufenzerre und das ist das dann. Ja? Dann fangen nämlich die Röhren an zu übersteuern. Was man auch gemacht hat, man hat dann so Pedale, Tube Screamer ist da so das bekannteste, glaube ich, was geht. Man hat dann so ein bisschen den Amp angeblasen. Ne? Da hat dieses Pedal schon angefangen, nochmal ein bisschen mehr Leistung in den Amp rein zu prügeln und dann dementsprechend lauter kommt das Signal am Amp an und zerrt dann dementsprechend auch schneller. Naja, auf jeden Fall hört seine Röhrenverstärker seine Zerre über die eingebauten Röhren. Vorstufenröhren, das sind so kleine, und Endstufenröhren, da habt ihr so dicke. Jetzt ist so ein Röhrenverstärker sehr laut. Damit der gut klingt, muss man schon ein bisschen aufdrehen, damit die Röhren ans Arbeiten kommen. Und das ist zu Hause nicht immer so gut. Ne? Kann schon mal nach hinten losgehen. So ein Plus von so einem Röhrenverstärker wäre, der Sound, der ist aufgedreht, ist ja optimal. Ne? Der ist schön warm, der erfüllt. Wenn ihr ein bisschen auf die Endstufe geht, ist es ja sehr, sehr dynamisch. Dynamisch heißt, ihr könnt mit dem Anschlag, je nachdem wie feste oder wie locker ihr anschlagt, die Lautstärke bestimmen. Ne? Also die Geschwindigkeit in der Anschlag bleibt gleich, nur die Härte ändert sich. Und da ist so ein Röhrenverstärker natürlich ziemlich weit vorne. Das hört sich schon ganz geil an, wenn das mal richtig aufgedreht ist. Ja, das Problem ist halt einfach, dass er sehr laut ist. Ne? Für zu Hause fast gar nicht zu bändigen. Das heißt, selbst 1 Watt, es gibt ja welche, die laufen schon auf 1 Watt Leistung. Da habt ihr dann so ein Power Soak dran. Da könnt ihr dann, wählen zwischen mal so 30, 15, 5 und 1 Watt. Ja, und da ist 1 Watt selbst schon sehr laut. Also das glaubt man gar nicht, 1 Watt, aber das ist schon viel. Wo 1 Watt dann doch wieder zu wenig ist, wenn man laut clean spielen möchte. Ne? Weil, ich meine, ihr könnt euch vorstellen, 100 Watt muss man ein bisschen aufreißen, damit die Endstufe zerrt. So, wenn ich jetzt 1 Watt aufreiße und eine clean Vorstufe habe, irgendwann zerrt die Endstufe mit. Und da ist der Headroom einfach zu wenig. Deswegen ist es da eigentlich auch ganz cool, dass man dann auf 15 Watt spielen kann, wenn man ein bisschen clean spielen möchte. Und wenn ihr dann mal hinter einer Band spielt oder was, da reichen 30 Röhrenwatt locker. Auf so einem Auftritt beim Gig, wenn er ein bisschen größer ist, werdet ihr eh über die PA abgenommen. Da ist der eigentlich fast für euch nur wie so ein Monitor. Ne? Wenn ihr so eine Combo habt. Ja, dann wie die funktionieren, das zeige ich euch später nochmal, ne? Wo Klangregelung und sowas alles. Transistorverstärker,
Der, ja, der ist über solche Platinen, da ist alles auf irgendwelchen Platinen drauf und geht dann über diese Halbleiter. Ne? Wie gesagt, ich bin kein M-Techniker, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Das Gute bei Transistorverstärkern ist, wenn euch der Sound gefällt, dann klingt der auch leise. Ne? Also den müsst ihr nicht voll in die Endstufe fahren, dass der gut klingt. Der klingt leise, genauso gut wie laut. Ne? Das Einzige, was da noch ein bisschen Unterschied macht, wenn ihr generell die Lautstärke aufdreht, dann schwingt die Box besser. Ne? Je lauter, desto mehr kann die Box schwingen und desto mehr merkt ihr auch, wie wichtig ein Lautsprecher, habe ich jetzt gesagt, die Box schwingt, an der Lautsprecher, der schwingt. Ne? Und je besser der schwingen kann, desto mehr hört ihr auch, wie der den Klang eigentlich färbt. Und da gibt es dann auch richtig coole Unterschiede zwischen irgendwelchen Greenbacks und diesen Vintage 30 Dingern da. Aber da kommen wir dann irgendwann mal zu, wenn es darum geht, wirklich einen geilen Sound einzustellen. Nur jetzt am Anfang erstmal würde ich euch mal zeigen, worum es geht bei so Verstärkern. Weil am Anfang, ich fange an zu spielen, da muss ich erstmal üben, was muss ich überhaupt machen. Und da ist so ein Verstärker einstellen schon mal ätzend. Ne? Gut, also Transistorverstärker. Also das Problem bei Transistoren ist, man sagt denen nach, dass Gitarren recht gleich klingen. Ne? Ich meine, bei so einem Fender Super Reverb, da hörst du echt super geil, ob du eine Les Paul dranhängst, ob du eine Strat dranhängst, das ist richtig cool. Bei Transistoren, ich habe noch nie einen guten, teuren gespielt, ich weiß nicht, wie es da ist, aber ich hatte mal einen billigen, naja, Gott, egal. Okay, Hybridverstärker. Was ist das? Ein Hybridverstärker hat entweder in der Vorstufe oder in der Endstufe eine Röhre. Und entweder, wenn die in der Vorstufe ist, zählt ihr natürlich über die Röhren. Das kann sich ganz gut anhören und habt ihr eine Transistor-Endstufe. Oder andersrum. Ja gut, die haben vielleicht ihre Daseinsberechtigung. Ich habe noch nie eingespielt. Ich muss euch nur erzählen, dass es sowas gibt. Modeling-Verstärker finde ich jetzt ganz cool. Ich sag mal, für jetzt Studioproduktionen oder vor 100.000 Leuten spielen, muss ich jetzt keinen Modeling-Verstärker haben. Aber gerade für den Anfang finde ich es ganz cool, weil ihr müsst euch, es gibt meistens so Presets, da sind dann verschiedene Verstärker, ich sag mal, digital nachempfunden. Ne? Es gibt so Sachen wie so ein Marshall Plexi, der aufgerissen, mega geil klang und sowas ist dann nachgebildet. Oder so Metal-High-Gain-Dinger, ob es Diesel ist, ob es Mesa Boogie ist. Die sind danach empfunden und dann könnt ihr, die heißen da natürlich nicht Mesa Boogie, sondern was weiß ich, Metal 2000. Und dann schaltet ihr auf Metal 2000 und habt schon ordentlich Bratensound. Ne? Ja, dann muss man sich am Anfang halt nicht so mit dem Sound beschäftigen. Ne? Wie stelle ich das jetzt am besten ein? Die Presets sind jetzt nicht der Oberknaller, aber zum Zuhause spielen reicht es allemal. Ich hatte mal nur für zu Hause, weil mein ganzes Equipment auf Proberäumen verteilt war, musste ich mir dann noch einen Verstärker für zu Hause holen, weil ich hier nichts mehr hatte. Dann hatte ich mir so einen Fender Mustang 2 oder irgendwie sowas, so hieß der. Den kann ich übrigens empfehlen. Ich glaube, der liegt gebraucht bei 100 Euro und da erzähle ich später aber noch was zu, wenn es darum geht, wie viele mal ausgeben solltet, könntet, müsstet. Naja, auf jeden Fall, bei dem Dingen konntet ihr auch schön einstellen. Clean, dann gab es noch ein paar Effekte dabei und ja, aber ich würde mich erstmal mit allem raushalten, mit Effekten raushalten, mit Klangregelungen. Vielleicht einfach nur mal testen, was passiert, wenn ich Höhen aufdrehe. Das, klar, das müsst ihr sogar machen, damit ihr überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt, was macht so ein Treble-Regler oder was macht ein Mittelregler oder Presence. Ne? Sowas sollte man schon einfach mal testen, aber sich nur damit beschäftigen. Ich sag mal, Billy Gibbons von ZZ Top, der müsst ihr aber bei YouTube eingeben und dann mal
nach seinem Sound gucken. Das ist ein Soundexperte. Ah ja, auf jeden Fall Modeling-Verstecker. Es gibt auch ziemlich gute, zum Beispiel so ein Camper. Der ist auch ziemlich teuer. Da wird so ein Amp über ein Mikro abgenommen und in diesen Camper-Amp eingespeist. Und es hört sich auch, ja doch, hört sich schon ziemlich geil an. Ja, der Vorteil an so Modeling-Geschichten ist, du bist flexibler. Ne? Also, ich sag mal, klar, du kannst dir dein Full-Stack da hinstellen. Full-Stack ist übrigens, bezeichnet man 2 4-12er-Boxen. Was das ist, ja gleich noch. Die sind aufeinander gestapelt und dann steht da oben noch so ein Top-Teil drauf. Und ein Half-Stack wäre halt im Prinzip das Ganze nur mit einer Box und Top-Teil. Und jetzt klingelt das hier gerade und ich muss mal eben an die Klingel. Ja, das war die Schwiegermutter. Also, ich habe euch gerade was zu Modeling-Versteckern erzählt, glaube ich. Ja gut, also dann gibt es natürlich verschiedene Sachen, wie man sich sowas aufbauen kann. Ihr könnt entweder so ein Rack nehmen. Racks, das sind so 19 Zoll Einheiten, die können groß sein, die können klein sein. Da gibt es Preamps, also sowas wie die Vorstufe, und dann gibt es Endstufen. Ne, beides einzeln. Vom Marshall gibt es so fette Dinger, von Mesa Boogie, von Engel, auf jeden Fall gibt es auch noch genug. Haben nur einen Nachteil, wenn man sich so einen Schrank baut, da muss man die Effekte einzeln holen und das Ding kann dann schon mal sauschwer sein hinterher. Ne? Vom Vorteil, man kann natürlich austauschen, wie man gerne möchte. Ein Top-Teil, was man, was weiß ich, vom Marshall oder was auch immer holt, das steht da und das ist auch nicht austauschbar. Dann das Top-Teil, wie ich schon gesagt habe. Das ist so das Gängigste, ne, sag ich mal, für einen Proberaum. Top-Teil, Box, ich sag mal, auf Auftritten ist natürlich gut. Es wird manchmal so eine Backline, gibt es da. Da sind dann Boxen oder eine Band bringt halt eine Box mit. Oder zwei oder was auch immer. Und man selber bringt dann einfach nur so ein Top-Teil mit. Dann kann man auch schon mal so ein 25 Kilo Top-Teil schleppen. Allerdings finde ich schöner, wenn man möglichst wenig zu schleppen hat. Ne? Rücken und so. In unserem Alter jetzt natürlich noch nicht, aber 25 Kilo wollen geschleppt werden, wollen transportiert werden, das ist groß, muss man halt alles selber wissen. So, dann gibt es noch Kombos. Da ist im Prinzip Top-Teil und Lautsprecher in einem Gehäuse. Meistens gängigerweise entweder einmal 12 Zoll Lautsprecher oder zweimal 12 Zoll Lautsprecher. Dementsprechend schwer ist es dann natürlich auch. Ne? So ein Speaker mit dem fetten Magnet hinten dran, der wiegt schon mal. Wenn das Gehäuse dann noch gut ist, aus gutem Holz, dann kann so ein Teil auch schon mal 30 Kilo wiegen. Dann habt ihr noch diese Einheit mit der Klangregelung da dran, wo halt auch die Röhren draufstecken und alles. Und so ein Netzteil, das wiegt natürlich auch. Also so eine Kombo ist nicht leicht, aber es ist halt alles in einem. Für so kleine Sessions ist das ganz cool, dann muss man nicht die Box mitschleppen, wenn man sie selber schleppen muss, sondern kann halt einfach dieses eine kleine Ding mitnehmen. Wenn man über die PA abgenommen wird, dann reicht da ein 12-Speaker locker, weil da wird ein Mikro vorgeklemmt und Attacke. Wa? So, ja, dann gibt es noch verschiedene Boxen. Einmal 12 Zoll, zweimal 12 Zoll, viermal 12 Zoll, das sind so diese gängigsten, wie ich vorhin schon gesagt habe, für diesen Full-Stack. Da könnt ihr dann natürlich auswählen. Ihr müsst jetzt keine Marshall-Box und Marshall-Top-Teil kaufen, sondern ihr könnt, was weiß ich, eine Engel, eine Dietzel-Box kaufen mit den verschiedenen Speakern drin. Ob die hinten offen ist, ob die hinten geschlossen ist, die Box. Wenn die hinten geschlossen ist, dann strahlt natürlich nach hinten nicht so viel raus. Ne? Ganze Krabums geht nach vorne und für Rock ist das natürlich ziemlich cool. Also wenn man dann im Proberaum ist, da flattern schon mal die Hosenbeine. Ist eigentlich eine ganz coole Sache. Bei einer Combo ist das natürlich dann so, da habt ihr einen Speaker dran, also beziehungsweise drin, und da ist man relativ eingeschränkt in seiner Boxen, in seiner Speakerwahl. Die meisten bieten aber an, dass das nicht fest integriert ist, also in den Amp oben,
sondern dass man separat andere Boxen anschließen kann. Da müsst ihr dann aber, genauso wie bei normalen Top-Teilen, müsst ihr darauf achten. Ihr habt hinten so einen Wahlschalter meistens. Da könnt ihr zwischen 4, 8 und Dinges und 12, ne, auf jeden Fall 4, 8, 16 Ohm, was weiß ich. Auf jeden Fall könnt ihr zwischen diesen ganzen Ohmzahlen umstellen. Und da müsst ihr darauf achten, dass das mit der Box passt. Ja? Also wenn ihr jetzt dann in den Laden geht und euch einen Verstärker kauft, fragt den Verkäufer, ob die Box, also Lastwiderstand für das Topteil zu gebrauchen ist. Ja, sonst raucht euch im schlimmsten Fall das Topteil ab. Und ja, da sind so ein paar hundert Euro dann mal in den Fritten. Das ist nicht wünschenswert. So, ja, es gibt natürlich auch einmal 10 Speaker, einmal 8 Speaker. Aber je mehr Speaker schwingt, desto cooler hört sich das Ganze an. Ne? Desto der Abstrahlwinkel wird größer. Ach so, genau, noch was. Wenn ihr dann hinter im Proberaum steht, dann stellt euch am besten so, weil viele Gitarristen sagen, oh, ich höre mich nicht, ich mache nochmal lauter. Ja, die meisten stellen dann entweder ihre 2x12 Box auf Kniehöhe und stellen sich dann direkt davor. Wenn man eine 4x12 Box hat, dann wird auch höchstens dahinter beschallt, aber irgendwie das Ohr nicht so. Ne? Jetzt habt ihr da so einen Abstrahlwinkel. Na, ihr habt ja so einen, der Speaker hat ja so einen Winkel. Und das, was aus dem Speaker rauskommt, nämlich euer Sound, der wird dann natürlich, je weiter ihr davon wegsteht, größer. Und je mehr hört ihr dann natürlich auch. Gängigerweise stellt man sich im Proberaum weit weg, soweit es halt geht, von seinem Verstärker. Hat man eine 1x12 Box oder eine 2x12 Box, und damit komme ich dann jetzt auch schon zum Zubehör, was man für einen Proberaum zu Hause mal so sich angucken könnte. Das ist zum Beispiel so ein Amp Stand. Müsst ihr mal googeln, Amp Stand. Das ist so ein Teil, das ist schräg. Das ist wie so ein Gitarrenständer, sag ich mal, halt nur für ein Amp ausgelegt. Und das stellt denn die Combo oder halt die Box so schräg, dass ihr auch in einem kleineren Raum den Sound auf die Ohren bekommt, wenn ihr nicht so weit wegstehen könnt von eurem Verstärker. Wenn ihr mal transportieren wollt, sind Schutzhüllen ganz gut, Flight Cases, danach müsst ihr einfach mal googeln. Schutzhüllen sind bei vielen Top-Teilen sogar dabei, die stirbt ihr dann da drüber, dann, wenn ihr irgendwo aneckt. So ein Amp ist mit Tolex, heißt das Zeug, womit der bespannt ist. Ne? Bei Marshall dieses Schwarz, bei Orange dieses Orange. Ja, das sind so die gängigen Sachen von den Herstellern. Und wenn du da irgendwo aneckst, ist das Tolex kaputt. Das mindert wieder den Wiederverkaufswert. Ja, also da macht so eine kleine Schutzhülle schon Sinn. Gerade für so Rack-Elemente habt ihr ja sowieso dieses Rack, wo ihr das alles reinschraubt. Dann braucht ihr eventuell, also im Proberaum macht es schon Sinn, je nachdem, was für ein Musikstil spielt, macht es Sinn, sich so ein kleines Effektboard zuzulegen, wo dann nochmal so Stompbox-Pedale sind, ne, wo man so drauf tritt, dann kriegt man entweder einen Modulationseffekt oder ein bisschen mehr Verzerrung. Das zeige ich euch alles später. Ich will euch nur mal so ein bisschen erklären, was es so gibt. Dann, was auch noch wichtig ist, sind gerade für 4x12 Boxen im Proberaum Rollen. Ja, wenn man mal den Proberaum umstellen möchte, was man ja doch schon das ein oder andere Mal tut, dass man, oder auch auf der Bühne, dass man das Ding hin und her rollen kann, ne? Weil immer so ein Ding tragen, 20 Kilo, das kann schon mal ein bisschen blöd sein. Ja, was haben wir noch? Fußschalter. Genau, achtet darauf, dass wenn ihr ein Amp kauft, also ein Topteil oder eine Combo, dass ein Fußschalter bei ist. Also der euch von clean auf verzerrt bringt. Alles andere, also ich sag mal, im Rock, da kann man eventuell noch, je nachdem was für eine Gitarre man hat, kann man viel noch mit dem Volume Poti machen, dass man die Verzerrung reguliert. Aber ich sag mal, für einen Solo-Sound, den man dann noch haben möchte, braucht man ja trotzdem irgendwas. Und da macht das natürlich so ein Fußschalter Sinn oder halt dieses Dompbox-Pedale wie ein Verzerrer. Ja, jetzt zeige ich euch noch die Bedienelemente vom Verstärker.
Also ich würde es euch eigentlich gerne live zeigen, nur mein Verstärker, den ich hier zu Hause habe, hat so eine gespiegelte Oberfläche, wo die ganzen Knöpfe drauf sind und ja, da könnt ihr die Namen nicht lesen, was da ist und das ist dann auch blöd. Aber ihr müsst euch eh selber einen Verstärker kaufen und ich sage es auch nochmal, lasst euch dann im Laden beraten und da testet halt die Klangregelung sowieso selber. Ne? Macht der Höhenregler das, was er soll oder halt nicht? Ja, und das zeige ich euch jetzt. So, nochmal vorweg, alles, was ich hier erzähle, sind die Basics. Ja? Wir können da hinterher, wenn Bedarf besteht, nochmal drauf eingehen. Schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich kann auch nochmal irgendwann gesondert Videos machen zur Klangregelung oder was auch immer da gerade von Bedarf ist. Nur jetzt für den Moment, weil es ja dieser rote Faden ist, den ich haben möchte, reicht es erstmal, wenn ich euch sowas zu den ganzen Reglern erzähle, was sie tun und wofür sie gedacht sind. Ja? Also wir fangen mal an. Ihr solltet eigentlich dieses Bild, solltet ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet sehen. Und da haben wir, ihr seht hier einen roten Schalter und einen schwarzen Schalter. Der rote Schalter schaltet den Verstärker an. Das steht, da seht ihr dann auch an und aus. Ne? Und daneben seht ihr den Standby-Schalter. So, solche Röhren, also das ist jetzt ein Röhrenverstärkermodell, den ich jetzt hier mal gerade gewählt habe. Solche Röhren müssen vorglühen, also die müssen schon mal eine bestimmte Betriebstemperatur erreichen, damit die nicht direkt auf Vollgas gefahren werden. Ne? Ich sag mal, ihr macht ja nicht euer Auto an und gebt direkt Attacke. Ne? Also solltet ihr zumindest nicht machen, denn das Öl sollte vorher noch ein bisschen warm werden. Genauso wie beim Verstärker halt auch jetzt hier, dass die Röhren schon mal so eine gewisse Betriebstemperatur erreichen. Das reicht vielleicht eine Minute, ein, zwei Minuten. Aber das steht auch in jeder Manual, die ihr beim Verstärker dabei bekommt, steht das auch nochmal gesondert drin. So, wir denken uns jetzt bei dem hier mal, bei dem Beispiel, die ganzen schwarzen Knöpfe hier weg. Ja, das sind Amp-spezifische Knöpfe, darum geht es jetzt erstmal gar nicht. Wir gehen jetzt davon aus, hier ist Master-Region, Reverb, Clean Crunch und Overdrive. So, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das hier ist die Clean-Regelung und das ist die Overdrive-Regelung. Ja, das ist gängig an so einem Verstärker, der zwei Kanäle hat. Wie gesagt, der Verstärker, dieses Modell hat eigentlich mehr, aber darum geht es jetzt nicht. Also es geht jetzt nicht um dieses Modell, es geht nur darum, was diese Klangregelung eigentlich macht. So, jetzt seht ihr hier Clean. Ja, Volume, Bass, Middle, Treble, Gain. Mit Volume regelt ihr die Lautstärke von dem Kanal. Ja? Das ist ja eigentlich, logisch. Die Bass, Mitten und Treble sind Höhen. Das ist eure Dreibandklangregelung. Ja, also ihr habt hier Bässe für die tiefen Frequenzen. Mitten, das ist das, wovon die Gitarre lebt. Also im Bandkontext dreht ihr die Mitten ran, desto präsenter werdet ihr im Sound. Also Mitten und Treble, das sind die Höhen. Wenn man jetzt zu Hause spielt, dann ist es eigentlich gängige Praxis, dass man, ich sag mal, wenn ihr einen Verstärker sucht, stellt ihr einfach alles auf 12 Uhr, bis auf Volume, das vielleicht nicht unbedingt, also den Master schon mal nicht. Stellt die Klangregelung auf 12 Uhr und dann testet ihr hin und her, was sich dann hinterher gut anhört. In der Band ist es ein bisschen anders. Da geht es nicht darum, dass sich eure Gitarre gut anhört, sondern dass sich der Bandsound gut anhört. Also wenn ihr jetzt in der Gitarre irgendeine Einstellung gefunden habt, die sich alleine total super anhört, in der Band aber entweder untergeht oder alles zumatscht oder dem Bass im Prinzip auch noch Frequenzen klaut, dann macht das keinen Sinn. Ja, dann habt ihr Gain und das ist das, was die Verzerrung reguliert. Ne? Verzerrung ist klar, Overdrive oder was auch immer. Ne? Wie schnell der Verstärker halt zerrt. So, dann habt ihr hier den Overdrive. Da reagiert natürlich der Gain-Regler ganz anders. Ne? Da übersteuern die Röhren auf jeden Fall schon direkt, wenn ihr das Ding nur anguckt. Auch wieder das gleiche, Volume und Gain, Treble, Middle und Bass. Auch hier das gleiche, ihr stellt die Klangregelung einfach mal auf Mitte
beim Modeling-Verstärker ist es jetzt eigentlich egal, ne? Da habt ihr den Sound, wenn ihr da so ein Preset wählt. Wenn ihr euch ein eigenes Preset machen wollt, wie gesagt, alles auf 6 Uhr und einfach mal testen. Ich wollte es eigentlich gerade noch gesagt haben, Entschuldigung. Zu Hause ist es eigentlich gängige Praxis, dass man Treble und Bass auf ein bisschen aufdreht und dafür die Mitten zurückfährt. In einer Band ist es meistens ein bisschen anders. Da ist Bass nach Bedarf und Volume und Mitten sind ein bisschen weiter offen. Wobei Treble dann doch noch ein bisschen weniger ist. Aber das ist alles nach Bedarf. Da solltet ihr aber dann die Mitten aufdrehen. So, dann seht ihr hier die Master-Sektion. Ja? Master bedeutet, alles, was ihr an dem Master einstellt, gilt für den ganzen Verstärker. Ja? Jetzt haben wir hier Master 1 und Master 2 zum Beispiel. Das ist die Lautstärke. Ne? Damit könnt ihr die Lautstärke von dem Verstärker regeln. Ob ihr jetzt brüllend laut sein wollt oder einfach mal ein bisschen gechilltere Lautstärke wie für zu Hause. Dafür sind dann die Master zuständig. So, dann gibt es aber hier noch Master Resonance and Presence. Jetzt habt ihr hier schon eine Höhenklangregelung. Ja? Presence kontrolliert dann nochmal die hohen Höhen. Ja? Ja, das kann man so erklären. Wenn ihr einen Presence-Regler an eurem Verstärker habt, testet das einfach mal aus. Dreht eure Höhen, die ihr hier im Overdrive-Kanal zum Beispiel habt, ein bisschen raus und dreht aber mal dafür Presence komplett auf. Ihr hört diesen, dass diese hohen Höhen, dass da noch was kommt. Ne? Wenn ihr Presence aufdreht, dann ist das sogar noch ein bisschen mehr, ihr setzt euch noch so ein bisschen mehr durch. Aber nicht zu viel, das kann dann schon mal wirklich wieder richtig schlecht klingen. Also das ist auch mit Vorsicht zu genießen, dieser Regler. Ja? Resonance macht genau das auf der anderen Seite, nämlich unten. Das reguliert so ein bisschen die tiefen Bässe. Man will nicht immer dieses Wummern haben, was, wenn ihr Bass auftritt, was da manchmal kommen kann, sondern ihr wollt so einen tighten Bass. Das ist schwer zu erklären, das müsst ihr testen. Ihr wisst aber, Resonance für die tiefen Bässe, Presence für die hohen Höhen. So kann man es ungefähr pauschal sagen. So, dann seht ihr hier Reverb. Reverb ist einfach ein Hall. Auf Effekte kommen wir aber später nochmal zu sprechen, wenn ihr bereit dafür seid. Nein, Reverb hat einen Vorteil, es hört sich zu Hause ein bisschen besser an. Wenn ich zu Hause irgendwas spiele, dann habe ich auch immer Hall an. Müsst ihr mal machen, einfach mal ohne spielen, das hört sich dann so flup flup an, aber wenn ihr mit ein bisschen Hall spielt, dann flom flom. Ist schon cooler. So, dann die Rückseite, da seht ihr hier ein paar, diese roten Buchsen. Dann seht ihr hier für die Lautsprecher 4, 8 oder 16 Ohm. Das sind die Anschlüsse, in die dann eure Gitarrenbox eingesteckt wird. Ne? Auf der Gitarrenbox stehen auch Ohmzahlen drauf und das ist eigentlich selbst erklärt. So. Aber wenn ihr im Laden seid, lasst es euch nochmal vom Verkäufer zeigen. Einstecken in die Box, einstecken ins Top-Teil. So, dann haben wir hier einen seriellen, parallelen Effekt-Loop. FX-Loop heißt Effekt-Loop. Das bedeutet, es gibt ja sowas wie Delay-Effekt, das ist so ein Echo, das heißt, ihr spielt was an, peng, 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 ne, dann gibt es dann so ein Echo. Wenn man nicht gerade Tom Morello ist von Rage Against the Machine, der ja doch so ein Effekt-Spezialist ist, dann ist es eigentlich so, dass man so ein Delay in diesen Effekt-Loop packt. Also zum Beispiel jetzt ein Delay. Weil der Effekt-Loop sitzt zwischen Vorstufe und Endstufe. Das heißt, hier steht Send und Return. Ihr geht mit dem Kabel in den Verstärker. Der geht dann durch diesen Overdrive-Kanal oder durch den Clean-Kanal, aber wir sagen jetzt mal Overdrive-Kanal. Ihr geht durch den Overdrive. Davon geht das dann, wenn ihr hier mit dem Kabel rausgeht, aus diesem Send, geht das dann in das Delay-Effekt-Pedal und dann aus dem Delay-Effekt-Pedal wieder raus in den Return.
Jetzt kann man noch das Level von dem FX-Loop ändern, aber das ist jetzt hier erstmal interessant. So, dann geht das Ganze in die Endstufe. Das hat den Vorteil, dass das verzerrte Signal, was ja nach der Vorstufe kommt, dass das verechoht wird, sag ich mal. Ne? Also dass dieses verzerrte Signal, zang, 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 ne? Dass das dieses Echo bekommt. Wenn ihr es vor den Verstärker schaltet, also sprich Gitarre, Kabel, Delay und dann vom Delay in den Input von dem Amp, dann habt ihr das Problem, was heißt das Problem, das ist kein Problem, das kann sich auch speziell anhören. Dann schlagt ihr an, das Signal geht in das Effektgerät rein und wird dann schon verechoed, sag ich mal, oder verdelayed. Also sie bekommt schon Echo raus. Und diese ganzen Echo-Schritte, Einheiten, sag ich mal, die werden verzerrt dann erst. Und das hört sich manchmal nicht so cool an. Aber das könnt ihr mal testen, wenn ihr so ein Delay mal habt, bei Modeling Amp, wenn ihr euch ein Modeling Amp gekauft habt für zu Hause, wo ich immer noch ein Freund von bin am Anfang, dann könnt ihr es da natürlich nicht machen. Ne? Da habt ihr ein Delay on board und das ist, glaube ich, sogar meistens im Loop drin. So, Line-Out, Food-Switch. Ja, Line-Out, also ich meine mit dem Verstärker hier könnt ihr direkt an die an Mischpult gehen. Schließt da einfach hier so ein XLR-Kabel an, ne? Dieses mit den drei Nuppis, das ist ein XLR-Kabel. Das kommt dann einmal hier dran, und das ist der Ausgang. Dann kommt das im Mischpult rein, das ist dann der Eingang. Oder an nicht ans Mischpult, oder an das Audio-Interface, was ihr zum Aufnehmen zu Hause braucht oder wo auch immer ihr aufnehmen wollt. Und dann spart ihr euch nämlich darüber dann die Lautstärke von der Box. Das kann schon mal ganz cool sein. So, Food Switch. Der Food Switch ist eigentlich logisch, ne? Der schaltet dann entweder die Kanäle durch, schaltet jetzt hier zum Beispiel Master 1 und Master 2 gibt es ja, schaltet dann die beiden verschiedenen Lautstärken durch. MIDI, ja, MIDI ist, es gibt MIDI-Boards, ne? Da kann man, und MIDI-fähige Effekte. Dazu erzähle ich aber lieber später was. Da geht es dann um Control Changes und sowas. Da könnt ihr dann zum Beispiel mit einem Fußtritt, sagt ihr dann hier Overdrive 1, also Overdrive ist an, und gleichzeitig von eurem Effektboard ein MIDI-fähiges, was weiß ich, Echo oder Chorus gleichzeitig mit an. Na, das kann man über so ein MIDI-Kabel alles ganz gut, über so ein MIDI-Board ganz gut steuern. Aber das ist erstmal egal für euch. So, dann haben wir hier ein Main-Out. Ein Input für Strom. So, jetzt, ach so, bevor ich es vergesse, wenn ihr so ein Top-Teil habt mit Röhren und ihr wollt es anmachen, schließt bitte eine Gitarrenbox an. Das ist so ein Last, das ist ein Lastwiderstand, ne? Sonst knallen euch die Röhren durch. Also niemals, never, ever, ever ohne Box betreiben. Was gibt es noch? Also es gibt bei manchen, die habt da hinten so einen Regler mit dem Power-Sock, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, wo ihr dann 15 Watt, 12 Watt, 7 Watt, was auch immer, einstellen könnt. Das ist meistens auch dann hinten einzustellen. Das hat der jetzt natürlich hier nicht. Oder so eine DI-Box. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dem Verstärker ist, wo hier dieses Line-Out ist. Ich weiß nur, bei Musius und Kettner, der hat so einen Tube-Meister, wie das Ding heißt. Da ist so eine Redbox, so ein DI-Out. Ne? Damit könnt ihr dann direkt von da an den Verstärker. Und bei dem ist es dann auch so, meine ich, dass ihr euch die Box sparen könnt. Also das nennen die, glaube ich, so Silent Recording oder so. Ne? Ne? Weil wenn ihr einen Röhrenverstärker auftritt, nachts um 12 zu Hause, dann bläst euch da schon mal die Ohren weg und euren Nachbarn aus dem Bett. Mhm. Aber halt durch diese Redbox angeschlossen an Mischpult oder wo auch immer, kann man dann, oder also was, so ein Audio-Interface, kann man dann schon mal nachts auch aufnehmen. Ne? Wenn man zu Hause gute Ideen hat, macht das natürlich schon mal Sinn.
Ja, soweit so gut. Das sind so die Verstärkereinheiten. Wir machen das alles auch irgendwann nochmal ausführlich. Dann zeige ich euch was mit Höhen und Mitten, was da alles passieren kann. Ich zeige euch nochmal Effekte. Aber das alles erstmal später. Wir machen jetzt erstmal weiter. Im nächsten Video erzähle ich ein bisschen was zum Verstärkerkauf, worauf ihr achten müsst. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, schickt mir eine Mail. Na, ganz klar. Sonst ich mache auch gerne ein Video nochmal neu, wenn ihr das jetzt hier total blöd fandet. Nur es ist ja erstmal alles einfach nur die Basics. Wie gesagt, im nächsten Video geht es um den Verstärkerkauf, wie ich das bei Gitarre auch schon gemacht habe. Und dann geht es weiter. Eigentlich können wir dann auch schon direkt fast loslegen mit Spielen. Ne? Also dann, bis zum nächsten Mal.